Mr. X bolzt immer noch wie ein Verrückter durchs Polizeirevier. Ich hoffe mal, dass er sich entschlossen hat, irgendwo anders hinzugehen als hier. Ja, sehr gut, geh rauf. Ich muss nämlich runter. Wie das jetzt gehen soll, dass er da unten dann durch die Wand bricht, wenn er gerade da hochgegangen ist, mal schauen, ob das Event wirklich kommt. So, weil hier haben wir noch hochwertiges Schießpulver. Passt. Gut. Außerdem ist mir aufgefallen, wir können ja doch in die Wäschekammer mit der Karotür. Wir haben ja einen Karo-Schlüssel. Wir haben den Kreuzschlüssel nicht. Bin so ein Depp. Und dort wird wahrscheinlich auch der zweite Tresor sein. Okay, er kommt wieder nicht hier durch. Ha. Vielleicht passiert das im zweiten Durchlauf tatsächlich einfach nicht. Das heißt nur, das Dumme ist, ich muss ihm jetzt nach, um wieder auf die andere Seite des Polizeireviers zu kommen. Und das missfällt mir zutiefst. Also in die Bibliothek rüber. Und dann einen Stock runter zur Wäschekammer. Ja, und du bleib da drüben, ja. Tu mir den Gefallen. Da haben wir dann auch den zweiten tragbaren Tresor gleich. Der natürlich dort ist. Wo sollte er sonst sein? Tja, wie ich schon einfach überhaupt nicht mehr beeindruckt bin, wenn die da irgendwo anfangen zu grunzen. So, Karo Schlüssel benutzen. Der müsste jetzt dann auch sinnlos geworden sein, so ist es. Und wieder Schießpulver. So, da liegt der Tresor, wie auch schon bei Leon. Aber wir haben natürlich jetzt keinen Platz. Kann ich irgendwas nachladen? Natürlich nicht. Ich hätte die Schaltschrankteile ablegen sollen. Oh Gott, ich will nur nicht mir, ehrlich gesagt, Säuremunition machen. Aber was soll's. Nein. Ich will mir das hochwertige Schießpulver aufheben für MP-Munition. Okay, dann gehe ich schnell den Karo-Schlüssel ablegen, komme gleich hier rauf wieder, nehme den Tresor und werde das Ding auch gleich off-cam lösen. Und wenn ich die Taste habe, sehen wir uns hier in der Wäschekammer wieder. So, damit haben wir die Ersatztaste, die zweite. Ich musste wieder mal ein bisschen Katz und Maus mit Mr. X spielen, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Aber wir haben, was wir wollten.
Damit ist die Wäschekammer halt auch komplett, Gott sei Dank. So, jetzt runter in die Waffenkammer. Da kriegen wir dann noch eine Tasche, eine weitere, die wir sehr, sehr dringend benötigen. Ich hoffe mal, Mr. X ist gerade irgendwo ganz anders unterwegs. Unser aller Lieblings-Tyrant. Die Nervsocke, die. So. Eins, null, drei. Ein Messer. Yay. 102 habe ich auch noch nicht aufgemacht. Das ist Schießpulver. Ein Messerchen. Und da haben wir noch die Tasche und das war's dann auch schon. Schon ist gut. Passt. Wir leben noch zwei Taschen wieder. So, gut, damit hätten wir das auch erledigt. Gut, da in den Heizraum kommen wir nicht. Unten haben wir noch Zickzeug. In der Untergrundanlage noch den Dongle. Könnten wir eigentlich auch gleich wiederholen und verstauen. Dann hätten wir das auch abgehakt. Was noch? Ja, sonst fehlt eh nichts mehr. Ja. Holen wir den Dongle. Schnell. Und dann setzen wir die Teile ein. Schaltschrankteile. Stimmt, da gibt es ja auch eine Truhe. Bin so ein Depp. Bin so ein Depp. Gut, damit ist das jetzt natürlich auch abgehakt. Bin ja schon gespannt, wie wir mit Claire dann in die Kanalisation kommen. Dongle weg. Soll ich noch die Holzbretter mitnehmen, um was irgendwo was zuzupflastern? Könnte ich eigentlich machen.
Ja, aber auf jeden Fall mehr Schießpulver übrig und auch mehr Heilung übrig als noch im Durchgang mit Leon. So, dann wieder ins Chefbüro rauf. Oh, wie komme ich denn da jetzt wieder am blödesten hin? Naja, da komme ich halt nicht durch. Es wäre so einfach, wenn ich da durchkommen würde mit der Kurbelvertiefung. Nur die hat Claire nicht, diese Kurbel. Muss wirklich den Umweg ganz von oben machen. Und durch den Lagerraum gehen. Puh. Kommt es mir eigentlich nur so vor, da sprintet sie tatsächlich ein bisschen schneller als Leon. Ich meine, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ach komm schon. Natürlich, das hat er jetzt wieder gehört. Der Sack. War ja klar. Wie er nicht einfach da drüber hüpft. Über das Loch im Boden. Das könnte er doch mit Sicherheit. Bin schneller als du. So, da wären wir wieder, wo wir den Part schon gestartet haben. Dann geht's jetzt an die Schaltschrankteile. Dann kriegen wir die Karte wieder, ne? Und dann werden wir unten in der Tiefgarage mal alles abgrasen. Benutzen. Benutzen. So. Passt. Wieso steht dein Telefon hinter einer Tür versperrt? Hallo? Schön, dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Sherry okay? Vorerst. Ich schwöre, sie Miss Kay, wenn sie ihr wehtun. Dumme Göre. Hättest du das blöde Ding nicht fallen lassen, könntest du gehen. Keine Sorge, Sherry. Das ist alles bald vorbei.
irgendwo muss es hier rausgehen. Okay, jetzt spielen wir hier mit Sherry. Was? Puppe. Ein Block. Okay. Okay, da kann ich das Ding einsetzen. Oh je, ein Rätsel. Okay. Oh Mann. Endlich! Was ist das hier? Gute Frage. Karte habe ich natürlich auch keine. Aber jetzt spielen wir tatsächlich als Sherry. Sallys Tagebuch, 4. Januar. Ich liebe Mittwoche, da bekommen wir nämlich Knabberkram und Eis. Mein letztes Waisenhaus war furchtbar, die Lehrer waren alle fies, immer nur lernen, lernen, lernen und niemals Eis. Hier ist es einfach furchtbar toll. 10. Januar. Heute haben wir wichtige Regeln bekommen. Alle müssen Tagebuch schreiben, sich untersuchen lassen und wir dürfen nicht mehr alleine raus. Ist aber gut, dass wir nicht zur Schule müssen. Ich will nicht wegen meiner alten Klamotten gehänselt werden. Besonders nicht von dem, der sie früher getragen hat. 16. Januar. Heute kommt der Waisenhausdirektor. Deshalb werde ich mein blau kariertes Lieblingsoutfit anziehen. Der Direktor ist sehr groß, er hat einen Schnurrbart und er ist Polizist. Mhm. Go, Sherry, go! Was klappert denn da? Schauen wir uns jetzt die andere Tür da an. Natürlich ist zu.
Ist jedenfalls auch ganz was Neues wieder. Ich meine, es gab es auch mit Leon ja den Part mit Ada, aber der war viel später. Das muss die Tür hier raus sein. Also viel später. Um einiges später erst in der Kanalisation. Bin mir aber sicher, dass du da nicht rauskommst, ne? Ja, da brauchen wir einen Schlüssel für. Mist, ich brauche einen Schlüssel. Toms Tagebuch. 5. Februar. Vor 2 Monaten habe ich Oliver einen Brief geschrieben. Immer noch keine Antwort. Nichts. Aber so ist das immer, wenn einer adoptiert wird. Er lebt bestimmt wie ein König in einem prächtigen Haus und hat uns vergessen. Ich dachte immer, Oliver wäre anders und würde immer mein Freund sein. Da lag ich wohl falsch. 8. Februar. Anne hat heute den Kleinen eine Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, dass alle Kinder, die adoptiert werden, von den schwarzen Männern gefressen werden. Deshalb hört man nichts mehr von ihnen. Ich weiß zwar nicht, woher sie ihre Ideen hat, aber sie wäre bestimmt eine gute Autorin für Horror-Schundromanen. 13. Februar. Hier stimmt was nicht, und zwar nicht nur eins Geschichten. Versteht mich nicht falsch. Ich war schon an schlimmeren Orten und wir werden zwar von einem großen Pharmakonzern gesponsert, aber warum dürfen wir niemanden anrufen und nicht raus? Warum sind hier so viele Ärzte und was sind das für Spritzen jeden Tag? Ist fast wie... 14. Februar. Ich werde adoptiert. Ja, ich. Die meisten Leute nehmen kleinere Kinder und ich dachte immer, ich wäre zu alt. Aber ich freue mich schon. Ach was, ich bin total aus dem Häuschen. Am 20. reise ich hier ab. Ich werde alles tun, um ein guter Sohn zu sein, auf den meine neuen Eltern stolz sein können. 19. Februar. Oliver ist heute mitten in der Nacht aufgetaucht. Er war total fertig und schrie um Hilfe. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Seine Gesichtshaut blätterte ab. Die Lehrer und Ärzte kümmern sich jetzt um ihn. Sie sagen, es sei nur eine Hautkrankheit und er würde bald wieder gesund. Dann können wir zusammen wieder Abenteuer erleben. Irgendwie glaube ich nicht, dass das hier alles mit rechten Dingen zugeht in diesem Waisenhaus. Na toll, jetzt haben wir den nächsten Verfolger an der Backe. Das Tagebuch. Wenn du das liest, ruf die Polizei. Hier sind schwarze Männer, die alle auffressen. Viele schwarze Männer. Hilfe, sie kommen. Hilfe, Mami. Okay. Ich glaube, ich werde hier mal speichern wieder. Nur so sicherheitshalber, ne? What the hell? Okay. Warte. Ist das das Schwein, von dem in seinem Präparationstagebuch die Rede war? Mädchen? Jesus, was ein kranker Kerl. Hin, Sherry. Du solltest doch da bleiben. Du musst lernen, zuzuhören. Lassen Sie mich! Nur bitte! Muss dir Manieren beibringen. Kleines Mädchen! Dafür
bezahlen. Ah, du kleine Kröte. Oh. Oh, oh. Das wirst du noch bereuen, verdammt! Geh weg! Hilfe! Irgendjemand, bitte! So, jetzt kann ich nur wieder zurückrennen. Kacke. Wo bist du? Zeig dich! Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Verdammt. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, jetzt habe ich mich gerade. Miststück muss hier irgendwo sein. Oh, ein Mr. Raccoon. Jetzt habe ich mich hier gerade mitten in die Scheiße geritten, glaube ich. Nochmal. Nein. Nein. Ich sehe dich. Das Spiel ist aus, Sherry. Oh, verdammt. Okay. Probieren wir das im nächsten Part weiter. Muss mich verstecken. Keep gaming.